Also ursprünglich mal Arzt gewesen in meinem ersten Leben, ich bin dann in die böse Wirtschaft gewechselt, aber als ich noch Arzt war, war ich in der Psychosomatik spezialisiert für den Bereich Angst- und Depressionserkrankungen und habe mich immer sehr daran aufgeregt, dass alle Informationsbroschüren für Angehörige und Betroffene zerknitterte, graue Menschen in dieser Haltung zeigen. Und bin durch Zufall, als ich dann neu nach Berlin kam, 2010, über die Videos und Postings gestolpert, die also sehr lebensbejahend waren. Und da habe ich mich dann einfach mal kurz geschlossen und bin jetzt seit letztem Jahr auch Mitglied des Vorstands von Freunde fürs Leben. Genau. Mein Name ist Gerald Schöms. Ich bin Gründer von Freunde fürs Leben, Mitgründer. Ich habe es nicht alleine gegründet, mit ein paar Freunden zusammen, wie der Name auch sagt. Bei Freunde fürs Leben geht es aber vor allen Dingen um das Umfeld von Menschen, die suizidgefährdet sind oder unter Depressionen leiden. Daher stammt der Name Freunde fürs Leben. Ich selbst habe in meinem Umfeld auch einen Fall von einem Suizid gehabt. Das ist schon eine ganze Weile her. Das ist nämlich schon 12 Jahre her. Und ich komme traditionell aus dem Bereich Kommunikation. Das heißt, ich habe eine PR-Agentur gegründet, die ist schon über 20 Jahre alt und beschäftige mich mit Marken und junger Kommunikation und war damals überrascht, wie wenig Informationen da in der Öffentlichkeit verfügbar sind. Und wir haben uns noch ein paar andere Fragen gestellt und haben dann uns vorgenommen, das Thema in einer Aufklärungskampagne anzupacken. Ist kein ganz leichtes Thema, aber manchmal finden einen die Themen, auch wenn man sie gar nicht sucht. Und das ist letzten Endes der Grund, warum wir das machen. Wir starten mal mit dem ersten Chart, ja? Genau, zu schnell. Das ist ja immer, initial bei so Vorträgen ist ja immer das Schöne, wenn man es ein bisschen interaktiv gestaltet und einfach, um mal Ihnen auch präsent zu machen, wie wenig präsent ist. Ja? Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, der Todesopfer in Deutschland durch Verkehrsunfälle, HIV, Drogen, wo würden Sie da in der Skala Suizide, Selbstmorde einsortieren? Frage ich einfach mal so einen Raum, haben Sie da eine Idee? In welchem Bereich das sein könnte im Vergleich zu diesen drei Dingen? Das ist eine gemeine Frage, ich gebe es zu. Weniger. Ich glaube, ich habe mal was gehört, dass es mehr als Autounfälle ist. Kann das sein? Mehr als Autounfälle. Ja. Also, wir wollen es nicht so lange. Genau, das ist genau der Punkt. Also, es sind mehr als Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Ja, jedes Jahr. Das ist so eine Sache, wo man sich dann fragt, warum ist an jeder zweiten Ecke ein Plakat, das über HIV aufklärt, über die Infektionsrisiken, über die Auswirkungen aufs Leben. Warum ist an der Autobahn alle 500 Meter so ein Schild verlangsamen, Schatz, und nicht telefonieren und sowas. Und warum spricht niemand an, dass das einfach ein relevantes Thema in unserer Gesellschaft ist, dass sich Menschen das Leben nehmen. Ja? Und das tun die im Allgemeinen nicht, ohne das anzukündigen, aber um die Zahlen nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein zu holen. Alle 4 Minuten versucht jemand, sich das Leben zu nehmen in Deutschland, und alle 53 Minuten schafft es einer. Ja, das bedeutet, wenn wir hier fertig sind, wird sich ein weiterer Mensch umgebracht haben in Deutschland. Häufig sind es junge Menschen, sogar zum Großteil. Bei jungen Menschen ist es die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen. Genau, das kommt, glaube ich, auf dem nächsten Chart. Ja. Und die 4 Minuten nochmal angesprochen, also wir sind jetzt hier seit 20 Minuten, das heißt 5-mal hat jemand versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja, das ist, sind einfach Zahlen, die man sich mal so ein bisschen... Wie viel sind das in der Summe? Weil wir haben ja über Verkehrsunfälle und Drogenopfer und AIDS-Tote gesprochen. Das sind über 10.000 Menschen jedes Jahr, die sich in Deutschland das Leben nehmen. Und wir kommen aber traditionell eher aus dem Bereich einer jüngeren, moderneren Kommunikation, und da trifft sich das auch mit dem Thema, dass... Suizid bei jungen Menschen die zweithäufigste Todesursache ist, nach Unfällen. Unfälle passieren häufiger, aber noch vor Gewalttaten. Und wir haben uns, es gibt ja einen Wandel im Medienkonsum, das heißt, man erreicht junge Menschen ja nicht mehr, nicht darüber, über die Titelgeschichte im Stern, Volkskrankheit, Depression oder was, das lesen die nicht. Wo sind die den ganzen Tag? Die sind im Internet, die googeln, die sind bei Facebook oder bei YouTube. Und das sind die Maßnahmen, wo wir ansetzen. Wir haben eben gesagt, obwohl das so ein wichtiges Thema ist, gibt es kaum Aufklärungsmaterialien und Infomaterial darüber. Wenn Sie also ein Lehrer sind an der Schule und sagen, an der Nachbarschule ist ein Suizid passiert unter den Schülern, und unsere Schüler sind, in meiner Klasse sind alle betroffen,
und wollen vielleicht darüber sprechen und ich will eine Unterrichtseinheit dazu machen oder will dann mal eine Doppelstunde dazu verbringen und rufen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an und sagen, haben Sie da irgendwas, was Sie mir schicken können, womit ich arbeiten kann, dann haben die nichts. Also es gibt von offizieller Seite keine Aufklärungskampagne, es gibt keine Infomaterialien und so weiter. Sowas gibt es nur bei uns. Wir sind Freunde fürs Leben, wir helfen Suizid bei jungen Menschen zu verhindern. Das ist unsere Mission. Und das ist genau der Punkt. Und es herrscht halt so wahnsinnig viel Unaufgeklärtheit in der Gesellschaft. Ich meine, jeder von Ihnen weiß, was er macht, wenn jemand umfällt auf der Straße. Jeder kennt so die stabile Seitenlage so ein bisschen im Hinterkopf noch vom Führerschein oder weiß, irgendwie war da was mit Pumpen und Pusten. Da ändert sich zwar jedes Jahr die Zahl, aber irgendwas war da und ich mache einfach mal. Wenn sich jetzt jemand immer weiter zurückzieht oder ich merke, jemand in meinem Umfeld wird immer stiller oder wirkt irgendwie anders, ja, trauen sich viele nicht anzusprechen, weil es einfach so wirre Vorstellungen gibt, wie ich könnte den Gedanken eines Selbstmordes bei jemandem im Kopf setzen, wenn ich ihn frage. So, wenn ich sage, Mensch, geht's dir gut, hast du vielleicht keine Lust mehr zu leben, dann denken viele, frage ich mal lieber nicht, weil am Ende bringt er sich dann erst recht um. Das passiert halt normalerweise nicht. Ja, also mir wäre jetzt auch aus der Literatur kein Fall bekannt, wo man durch eine Frage jemanden in den Suizid getrieben hat. Dabei ist Sprechen halt so unglaublich wichtig und deswegen ist eine der Dinge, die wir tun, ist, dass wir diese kleinen Booklets, die Sie, glaube ich, auch alle da haben, wo man mal so kleine Fakten findet, ja, also was sind sozusagen Fallstricke und was sind eben keine Fallstricke, ja, wo können Sie nichts falsch machen und schon das ist sozusagen der erste Schritt dahin, was unser nächstes großes Ziel ist, eben die Enttabuisierung, ja, dass Leute darüber sprechen. Das heißt, wir setzen mit unserer Arbeit bei der Aufklärung an, dass ist das, was in Deutschland, es gibt natürlich Versorgung, wie du eben geschildert hast, es gibt Beratungsstellen, aber was es nicht gibt, ist eine professionelle Kommunikation zu dem Thema, es gibt, gab, bis wir damit angefangen haben, keine Infomaterialien darüber, diese Broschüre fordern bei uns Beratungsstellen an, Lehrer, Schülersprecher, Klassensprecher aus ganz Deutschland und verteilen sie und das heißt, wir wollen damit erreichen, dass Signale und Hilferufe eher erkannt werden und besser gedeutet werden können und dann eben auch geholfen werden kann. Und wir setzen Wege und Kommunikationskanäle ein, wie wir sie auch in der, sagen wir mal, in der modernen jungen Kommunikation, auch Markenkommunikation einsetzen. Das heißt, wir arbeiten mit Prominenten, mit Celebrities. Hier auf dem Foto sieht man Klaas Häufer Umlauf und Markus Kafka. MTV-Moderatoren und Klaas ist ja mittlerweile mit Viva, Quatsch, mit ProSieben richtig großer Star geworden. Wir haben Anzeigenmotive erstellt, die Menschen ansprechen. Wir gehen an Schulen, rechts sieht man auch nochmal eine junge Schauspielerin, die dort in Workshops mit Kindern diskutiert. Und wir gehen auf Jugendmessen wie die U. Aber das meiste erreichen wir natürlich, wie auch hier heute, online. Das heißt, wir haben eine Homepage, jetzt kommen wir auf die nächste Seite, wir haben eine Homepage mit 100.000 Besuchern jedes Jahr. Im Moment sind es 14.000 Besucher pro Monat. Wir haben von diesen Pocket Guides insgesamt jetzt schon 50.000 Stück verteilt anbringen können. Die wurden abgerufen sozusagen. Wir sind bei Facebook, wir haben über 4.000 Facebook-Fans und wir haben Informations-DVDs, die Lehrer als Lehrmaterial einsetzen können, hergestellt, 3.000 Stück, die man bei uns abrufen kann. Rechts sieht man die Homepage, auch modern, entsprechend zielgruppengerecht gestaltet. Das ist eben das Wichtige, ne, mit der Kernzielgruppe, Sie hatten schon angesprochen, Schule, ne, das ist, es gibt einfach ein Alter, in dem kommt man schlecht an Menschen ran. Ja, das würde ich mal so von 14, 15 bis so 20, 21 vielleicht legen, ja, wo es halt ein sehr enger Kreis gibt, der direkte Einflüsse ausübt, der aber jetzt auch nicht unbedingt geschult ist oder besonders viele Dinge weiß. Und Sie kommen mit normalen Kampagnen einfach nicht an die Jugendlichen, also vor allem nicht mit dem emotional sensiblen Thema ran. Ja. Ja. Aber da sich der normale Jugendliche sowieso gefühlt 28 Stunden am Tag auf Facebook aufhält, ist es halt so, dass man da das ist wirklich niedrigschwellig. Ne? Da hört dann auch der eine oder andere schon auf und er kann das eben im stillen Kämmerlein und allein auf seinem Smartphone diese Dinge auch lesen, muss dafür nirgendwo hingehen, muss das nicht abrufen oder sowas. Das ist schon unser Ziel, einfach genau Jugendliche anzusprechen damit. Ne? Genau. Und einer unserer Hauptthemen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen, nennt sich Freunde fürs Leben TV. Wir haben natürlich gesagt, wir haben eine Homepage, die läuft, die ist erfolgreich, die ist gut, die haben wir schon in den 12 Jahren schon 4-mal gelauncht, das heißt, wir gehen immer wieder mit der Zeit und aktualisieren das, die sieht nicht seit 12 Jahren so aus, wie sie jetzt aussah, aber der nächste Schritt ist natürlich Bewegtbild, weil die
die Menschen, ich sage jetzt absichtlich nicht die Kids und die jungen Menschen, weil das betrifft junge Erwachsene auch. Ich gucke mir auch Videos an auf YouTube. Natürlich, vielleicht kein albernen Kram, aber irgendwas, was mir Informationen bietet. Und sowas, wie wir heute ins Netz stellen, eben auch, wird auch im Internet auf YouTube verfügbar gemacht. Das heißt, wir gehen dahin, wo die jungen Menschen sind und die sich online informieren, nämlich dann eben auch als nächsten Schritt zu YouTube und haben angefangen, schon vor 4 Jahren Filme zu produzieren. Wir haben gesagt, in den öffentlich-rechtlichen, in den klassischen Medien nimmt sich keiner in dieser Form dem Thema, in dieser Ausführlichkeit an. Also machen wir unseren eigenen Fernsehsender, unseren eigenen Web-TV-Kanal und produzieren Beiträge. Wir produzieren Interviews, wir produzieren Dokumentationen sozusagen über Einrichtungen, damit man sieht, wie sieht es denn überhaupt aus. Da geht dann also jemand hin, ein Reporter, und sagt, was passiert denn hier, wenn ich hier anrufe und um Hilfe, was sind denn die Schritte der Entwicklung. Wir sprechen auch da mit Prominenten und wir dokumentieren Veranstaltungen. Das heißt, wir bieten sozusagen Mehrwert, wenn irgendwo eine Lesung ist oder ein Vortrag gehalten wird. So sprechen wir auch professionelle Menschen an, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, wir kommen mit der Kamera hin, filmen das ab und stellen das dann ins Netz. Das ist dann eben eine Leistung, die der Veranstalter in dem Moment nicht leisten konnte. Und distribuieren das über Freunde fürs Leben TV. Und nicht zuletzt haben wir ja auch noch die Good Mood Videos, die so Straßenumfragen einfach auch professionell produziert sind. Wofür bist du dankbar? Was macht dich glücklich? Und ähnliches. Und es ist einfach auch ganz schön, das zu sehen. Und es zaubert den meisten Leuten dann doch ein Schmunzeln ins Gesicht. Das ist einfach auch mal so dazwischen, weil wir versuchen ja auch in der Lebensbejahende, eine lebensfröhliche Message zu geben. Ne? Das Thema ist ja eigentlich, das Leben ist zu schön, um früher zu gehen. Ja? Und das lässt sich, glaube ich, in diesen Dingen ganz gut auch darstellen. So, wir holen also junge Menschen dort ab, wo sie sich ohnehin täglich aufhalten, im Internet. Und ein Zitat Anfang: Das Projekt bietet einen einfachen und sympathisch modernen Zugang zu einem relativ schweren und ernsten Thema. Das hat uns die Organisation FINEO bescheinigt. Das ist eine Einrichtung, die prüft sozusagen gemeinnützige Organisationen auf Herz und Nieren, fast schon so eine Art Due Diligence. Also das ist nach Aktenlage, nach Geschäftsplan, nach Statuten und auch in intensiven Einzelinterviews, um sie dann weiter zu empfehlen als förderungswürdige Organisation. Das heißt, die haben uns geprüft und haben gesagt, ihr kriegt den Stempel, das Siegel, das wirkt. Das ist eine empfohlene Organisation und eine empfohlene Qualität. Die zweite Sache haben wir hier heute noch gar nicht drin. Das ist nämlich ganz aktuell, das ist nämlich gestern passiert. Wir haben einen kleinen Grund zur Freude und zu feiern. Wir haben nämlich gestern aus den Händen der Bundeskanzlerin einen Scheck empfangen dürfen, weil wir haben den Start Social Wettbewerb als Bundesfinalist gewonnen oder als Bundessieger gewonnen und gehörten dann noch zu den 7 Organisationen, die mit dem Preisgeld zusätzlich ausgezeichnet wurden. Ist aber nicht so viel, dass wir jetzt nichts mehr brauchen. Nee, nee. Das war gleich vorweg. So. Das ist die gute Überleitung zu diesem Thema. Ja, genau. Es braucht gar nicht so viel. Das ist ja kein ganz einfaches Thema. Also es gibt Themen, da kann man auch einfacher mit Spenden sammeln. Das heißt, wir haben uns jahrelang ohne größere Budgets dort bewegt und auf unser Netzwerk zugegriffen. Und da wir aus dem Journalismus, aus der Kommunikation, aus dem Design kommen und unser Netzwerk, haben wir da viele ehrenamtliche Helfer gehabt, die uns Webseite umsonst gebaut haben, die uns Fotos umsonst gemacht haben, die uns das Design von solchen Pocket Guides umsonst gemacht haben oder Druckereien, die uns da unterstützt haben. Das heißt, vieles basiert bei uns auf der Kreativität, auf den guten Ideen. Das Internet kostet ja so erstmal von der Bedienung auch nicht so viel und wenn die Seite erstmal da steht, dann steht sie da. Die letzte Seite haben wir auch erstellt mit Hilfe einer Webseiten-Design-Agentur, die uns das kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ehrenamtliche, die uns unterstützen und die Filmbeiträge. Da geht es natürlich schon los. Also in letzter Zeit haben wir uns professionalisiert und haben wir uns sehr entwickelt und die Filmbeiträge sind auch professionell. Und da fängt es auch an, richtig Geld zu kosten.
mehr wäre besser, das kostet aber Geld. Das heißt, wenn wir also richtig bewegen wollen, wir müssen noch viel mehr in die Öffentlichkeit. 500.000 Videoabrufe ist eine Menge, 100.000 Internetbesucher pro Jahr ist eine ganze Menge. Und man erreicht dann natürlich auch sehr spezifisch eine Zielgruppe, die auch danach sucht. Aber wenn man das vergleicht mit einer Öffentlichkeit, und da schließt sich der Bogen zu vorhin wieder, mit Rasern auf der Autobahn und mit den anderen Themen, die wichtig sind in dieser Gesellschaft, dann hat das natürlich eine sehr vernachlässigte, ein stiefmütterliches Dasein, fristet das Thema. Und da kann man natürlich noch ordentlich skalieren. Man kann noch mehr Filmbeiträge produzieren, man kann Werbung und Öffentlichkeitsarbeit noch wesentlich ergiebiger gestalten, man kann noch mehr Materialien an die Schulen bringen und man kann auch noch mehr persönlich an die Schulen gehen. Das ist alles bei uns auch eine Frage der Ressourcen, der Personalressourcen. Wir sind die beiden, die man auf dem Foto davor gesehen haben, das ist sozusagen die arbeitende Ressource des Vereins, das heißt eine hauptamtliche Mitarbeiterin und eine Praktikantin. Und wir als Vorstand sind natürlich ehrenamtlich involviert, haben aber hier und da auch noch andere Aufgaben. Und das heißt, hier kann man ganz massiv an der sozialen Ressourcenschraube drehen, um mehr zu bewegen. Ja, deshalb würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere die Idee aufnimmt und das Thema unterstützen möchte. Und das muss man jetzt nicht unbedingt nur mit Geld. Es gibt natürlich auch einen ganz wichtigen Punkt dabei, nämlich einfach aufmerksam werden für das Umfeld, hinhören und vielleicht auch mal ansprechen, das Thema. Und es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten der Unterstützung, aber es gibt natürlich auch die Unterstützung zu spenden. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch ein Freund fürs Leben werden würden.